Wenn ihr mal einen Kurztrip oder auch einen längeren Trip nach Danzig plant, habe ich hier wirklich das ideale Apartment für euch. Und zwar spreche ich hier von Downtown Apartments Granaria Premium, welches auch bei Booking.com mit 9,2 von 10 Punkten bewertet wurde. Ich persönlich hatte jetzt das Apartment Typ Superior, welches auf 3 Zimmer und 68 Quadratmeter aufgeteilt ist. Selbstverständlich darf man auch nicht die wunderschöne Terrasse mit dem traumhaften Ausblick vergessen. Das Apartment liegt direkt an der Altstadt und ist eigentlich mitten im Zentrum. Aber um euch jetzt auch nicht weiter auf die Folter zu spannen, zeige ich euch einfach mal und stelle euch das Apartment vor. Und jetzt auch noch mal eine kleine Bitte vorab. Wenn dir das Video gefallen sollte, würde es mich wirklich sehr freuen, wenn du hier unten auf das Logo draufklickst, den Kanal abonnierst und auch sofort die Glocke aktivierst. Damit würdest du wirklich meine Arbeit sehr unterstützen. Vielen Dank dafür. So, hier sind wir jetzt im Hausflur vom Apartment und ja, gehen jetzt in das Apartment rein. Was hier auch besonders ist, was ich so auch noch nicht kannte, ist, dass man hier mit einem Zahlencode reinkommt, einen siebenstelligen Zahlencode, den ich jetzt hier selbstverständlich nicht zeigen werde. Und wie ich auch gesehen habe, kann man auch mit dem Fingerabdruck reinkommen, aber ich denke mal, das wird nur der Besitzer des Apartments machen können. Ja. So, hier sind wir jetzt im Apartment und ja, hier haben wir dann auch schon mal gleich zur linken Seite das Gästezimmer. Also wir arbeiten uns jetzt von hinten bis nach vorne durch, bis zum Highlight gleich quasi. Und hier sind wir im Gästezimmer. Ist ein kleineres Zimmer mit 2 Einzelbetten. Wir haben das jetzt mehr als Abstellraum benutzt, wie man das auch sehen kann. Da haben wir jetzt Koffer und Kinderwagen. Ja, ist aber auch alles so ja, geschmackvoll eingerichtet, modern, schöne Bildchen, Schränke, wo man was verstauen kann. In die Schränke schauen wir auch gleich rein in einem anderen Zimmer. Die Schränke sind eigentlich alle gleich, aber ja, also zum Schlafen reicht das Gästezimmer aus oder halt auch vielleicht ein Zimmer für die Kinder, zum Beispiel für etwas größere Kinder. Das Apartment hat 2 Badezimmer, das ist eins davon. Ja, das ist auch sehr schön modern eingerichtet. Man sieht von unten bis nach oben alles gefliest. Und hier haben wir auch einen Spiegel, welches quasi ja, von der Mitte bis oben zur Decke geht. Ist wirklich sehr schön geschmackvoll eingerichtet. Ein klitzekleines Minus hat es. Und zwar, das werdet ihr jetzt hier gleich sehen, bei der Dusche. Da sind solche Klapptüren im Prinzip. Und ja, man sieht auch, die öffnen sich manchmal. Also beim Duschen nicht. Man muss aber schon aufpassen, wenn man jetzt da dran kommt, dann kann das passieren, dass die sich öffnen und dann das Wasser rausfließt. Wir haben aber das Problem gelöst, indem wir einfach Handtücher davor hingelegt haben. Und ja, dann konnten wir eigentlich ganz normal duschen. Und das Wasser, was rausgeflogen ist oder rausfloss, wurde dann von den Handtüchern aufgesaugt. Dann haben wir hier auch schon das zweite Badezimmer. Ist wesentlich kleiner, da ist wirklich nur eine Toilette und ein Waschbecken drin, was aber auch total ausreichend ist. Sehr praktisch, wenn jemand gerade am Duschen ist und man muss die Toilette benutzen oder will sich da irgendwie Hände waschen, dann hat man da ein zweites Badezimmer, sehr schön. Aber auch hier finde ich sehr modern ausgestattet. Mit Fliesen, ne? Und auch die Spiegel sieht man ja von der Mitte ungefähr bis nach oben durchgezogen. Auch sehr schön, wirklich klasse. Und gegenüber jetzt von diesem Badezimmer haben wir jetzt auch das Schlafzimmer. Das Schlafzimmer ist, ja, sage ich jetzt mal, auch jetzt nicht besonders groß, aber wirklich, das ist mehr als ausreichend. Also ich meine, Schlafzimmer hält man sich ja eigentlich nur zum Schlafen auf. Ne? Auch sehr schön mit so einer Polsterwand, was zur Dekoration da ist. Ein Fernseher gibt es da. Ich weiß nicht, was für Kanäle da sind. Ich bin nicht der, der im Urlaub Fernsehen guckt. Also grundsätzlich gucke ich wenig Fernsehen. Hier haben wir auch mal einen kurzen Blick in die Schränke. Also die sind wirklich groß, ausreichend. Ich würde sogar sagen, genug Platz, um Klamotten für eine ganze Familie auszustatten. Hier haben wir einen Blick nach draußen und das ist hier dieses kleine Minus. Also ich habe jetzt mal vom Schlafzimmer aus gegenüber die Gebäude gefilmt und man kann richtig in die anderen Gebäude reingucken. Also da muss man wirklich aufpassen oder ich sag mal so, man sollte schon dafür sorgen, dass man die Gardine zuzieht. Ja, sonst haben wir hier einen schönen Ausblick, sage ich mal, unten das Restaurantpersonal, was auch am Arbeiten ist. Hier nochmal so eine Gesamtansicht des Zimmers. Also meiner Meinung nach echt wirklich sehr schön, bequem auch. Das Bett ist, glaube ich, 1,80 x 2 Meter, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Also wirklich sehr schön.
Ja, dann gehen wir jetzt auch schon weiter. Gehen wir jetzt mal ein bisschen mehr in Richtung Highlight, was eigentlich auch so das Schönste ist, was ja eigentlich auch so das ganze Apartment so sehr attraktiv macht. Hier haben wir einen großen Raum mit Esszimmer, Wohnzimmer, einer offenen Küche, die ist wirklich voll ausgestattet mit alles, was man braucht. Man hat da eine Spülmaschine, man hat da eine Kaffeemaschine. Der Vermieter hat auch Kaffeepads da gelassen, ein Backofen, ein Ceran-Kochfeld, Induktionskochfeld, Kaffeemaschine, Toaster, also wirklich alles, was man braucht, ein Wasserkocher. Also da hat wirklich an nichts gefehlt. Es war auch sauber, sehr schön. Also wirklich 1A, findet man wirklich selten. Und hier haben wir auch das Wohnzimmer, schöne Sessel, eine Couch, auch bequem mit einem Fernsehen. Abends haben wir da manchmal Netflix geschaut. Und hier haben wir auch einen sehr schönen Ausblick. Wenn ich jetzt auf der Couch sitze, können wir rausgucken auf dem Fluss, die Motuava. Ja, wirklich schön. Auch hier nochmal eine Gesamtansicht des Zimmers. Wirklich genial. Traumhaft. Echt geil. Ja. Ich finde, dieses Zimmer hat so einen leichten japanischen Touch, meiner Meinung nach. Vielleicht irre ich mich da auch. Geschmäcker sind ja verschieden. Und jetzt gehen wir zur Terrasse. Balkon, Terrasse. Ich würde das jetzt schon ein bisschen mehr eine Terrasse nennen. Ja, auch wirklich mit einer wunderschönen Aussicht. Da haben wir auch das Krantor, was gerade in Remont ist, in Renovierung, Entschuldigung, ich habe jetzt das deutsche Wort vergessen. Und ja, da sehen wir auch die Marienkirche, diese Zipfel, das ist tatsächlich die Marienkirche, welches einer der größten Backsteinkirchen der Welt ist. Und hier auch die Motuava. Die Brücke, das ist die Brücke Święta Ducha, glaube ich. Und die bewegt sich sogar. Ja? Also wenn da Schiffe, größere Schiffe durchfahren wollen, dann öffnet sich die Brücke. Ist echt genial. Und hier haben wir nochmal einen Ausblick vom Abend. Wirklich traumhaft. Wirklich genial einfach nur. Kann ich wirklich jedem empfehlen. Echt. Dann haben wir auch noch auf dem Balkon einen Lichtschalter, ja, zu abends, wenn man mal draußen sitzen möchte. Der ist zwar in der Wohnung, aber man sieht, dann kann man draußen sich ein kleines Lämpchen anmachen. In allgemein, die Wohnung ist mit sehr vielen Lampen ausgestattet. Wirklich sehr schön. Man kann das dann abends so gemütlich machen, weil man muss dann halt nicht jede Lampe anmachen. Ne? Genauso wie wir das jetzt da sind. Da diese Lampen, dann haben wir dort die Lampen und dort wirklich sehr schön im Esszimmer. Und dann haben wir hier im Bodenbereich auch Lampen, welche tagsüber vielleicht keinen Effekt haben. Aber wie wir es sehen, ist das abends wirklich ein genialer Ausblick. Und hier haben wir jetzt noch mal einmal eine Gesamtansicht der ganzen Wohnung. Ist wirklich sehr schön. Also ja, das war's auch jetzt vom Apartment. Und ja, ich kann euch wirklich jetzt noch mal so ein paar Worte meinerseits sagen. Also ich kann wirklich das Apartment wirklich jedem empfehlen, der mal einen Kurztrip oder einen längeren Trip in Danzig machen möchte. Das Apartment, das ist wirklich direkt im Zentrum an der Altstadt. Man braucht da vielleicht eine Minute Fußweg und man ist direkt mittendrin. Also wirklich auch super gelegen unter dem Apartment. Ja, im Prinzip unter dem Apartment sind auch wirklich klasse Restaurants. Man hat da wirklich amerikanische Küche, polnische Küche, teilweise italienische Küche. Ihr könnt euch auch mal nebenbei, wenn ihr Lust habt, meine Danzig-Videos angucken. Da kriegt ihr auch ein bisschen was zu sehen. Ich starte den Livestream im Prinzip, den ich hinterher auch hochgeladen habe auf YouTube, vom Apartment aus. Also wirklich genial. Den Link zum Apartment packe ich euch auch in der Videobeschreibung. Ich kann euch da jetzt wirklich nicht zu viel vom Preis her sagen. Weil ich denke, in der Nebensaison sind die Preise anders wie in der Hauptsaison, das ist ganz klar. Aber meiner Meinung nach, ich kann es noch mal sagen, das Apartment kann ich wirklich jedem empfehlen. In diesem Sinne danke ich dir wirklich, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Bleib gesund und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao!